Wir sind gestern nicht fertig geworden mit unserem Spiel. Aber wir versuchen es jetzt. Beim Frühstück. Ja. Schauen wir mal. Wie läuft's für dich? Nicht so gut. Für mich geht's eigentlich. Vielleicht gewinne ich ja. Wäre schön. So, super. Sa. Ungefähr zwei Züge, nachdem wir die Aufnahme vorhin gemacht haben, hat sich das Blatt voll gewendet und er hat mich sowas von abgezogen. Ja. Er hat 300 Punkte, 316 und ich habe gerade mal 200, ja, du hast 24. ungefähr 200 Punkte, 100 Punkte mehr als ich. Ja, aber, genau. Also, ja, ich habe, was ich die Straßen zugekriegt und meine Burg. Dabei hat sie mir auch noch geholfen. Und du hast meine zugemacht. Und ich habe deine noch zugemacht. Gut, ich habe die zweite Kathedrale gezogen. Ja. Aber dann hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr zugekriegt. Ja. Egal, herzlichen Glückwunsch. Ja, schon kann der Morgen beginnen. Bong. Bong. Was machst du, Babyspielzeug spielen? Ja. Wir sind bereit zum Spazieren. Kommst du mit? Ja. Keine Lust. Ich bleib hier. Ich bin tot. Komm. Na gut. Komm, da draußen ist so schönes Wetter, man sieht es gar nicht. Es ist etwas neblig. Das erfrischt, das hilft. Mein Bein ist eingeschlafen. Die Kamera hat gerade dein Knie als Gesicht erkannt. Ah, mein Bein ist eingeschlafen. Okay, komm, Oskar, wir gehen. Ich mach keinen Spaß, ich mein's ernst. Ach so. Ich renne. Es wacht wieder auf. Bewegung, ne? Und so. Das ist nicht lustig. Nein, es ist wirklich nicht. Oh, mal Licht an, Kamera. Ja, da komme ich nicht hin. Geh mal spazieren. Ich fühle mich hier unsicher an der Treppe mit eingeschlafenem Bein. Geh mal spazieren. Also, was mache ich denn hier? Ja, du guckst nicht. Hi. Wo ist deine coole Mütze, die mich dazu bringen sollte, dass ich mitgehe? Die ist zu kalt. Toll. Müssen sie zeigen? Nein, aber das war der einzige Grund, warum ich mitgehen Ernsthaft? Wollte. Du hast gesagt, guck mal, der Oskar freut sich. Der will, dass ich mitgehe. Diese Mütze ist wohl der einzige Grund, warum er mitgegangen wäre. Okay, dann. So. Nicht die Mütze. So. Ach so, was? Nicht die Mütze? Nicht die Mütze schuld, sondern die Mütze war im Prinzip nur die Message von ihm, dass er unbedingt möchte, dass ich mitgehe. Ach so. Er möchte auch so, dass du mitkommst. Ja, aber jetzt sehe ich es ja nicht. Er sagt es mir ja nicht. Schau mal, wie er dich anguckt. Natürlich sagt er dir das. Sagt, Papa, komm mit spazieren. Papa, komm mit spazieren. Okay. Na. Na gut, jetzt habe ich ja eh schon die Jacke an. Jetzt sehen wir aus. Ja, jetzt ist es zu spät. So, wir waren gerade spazieren, wir sind gerade zurück. Jetzt habe ich noch meine Jacke und so an und ich werde jetzt noch mal kurz auf den Dachboden gehen. Denn wir haben gestern, oder ich habe gestern hier noch so einen geilen Felgenbaum gefunden. Und zwar hat den jemand verschenkt in der Nähe. Und ich habe gedacht, ach wie geil, das probiere ich mal aus. Denn ja, Reifen stapeln ist ja auf Dauer nicht so geil für die Reifen. Die können dadurch ja, Verformungen nehmen. Die sind zwar jetzt ein bisschen für den Escalade zu klein, aber für den Chrysler müssten sie eigentlich passen. Und ich würde sagen, wir gehen mal hoch und schauen uns das mal an. So, das sind unsere Chrysler-Felgen. Zeige ich euch gleich. Und den Baum werden wir dann irgendwo da hinstellen. Und jetzt schauen wir mal. Also wenn ich das richtig verstehe, wird das hier einfach gesteckt. Irgendwie so rum. So rum. Und dann hier oben. Zack. Kennt man ja. Über den Zeltbau. So. Okay. Und jetzt haben wir hier irgendwie so komische Dinge, die dann alles, glaube ich, reingehören. Ach, okay. Aber ich glaube, jetzt kommt erstmal die erste Felge rein. Dann kommt so ein Ding drauf. Und dann die zweite Felge. Oder kommt die Felge direkt hier drauf? Weil es sind vier Stück. So, jetzt müssen wir hier an diesem komischen Ding hier vorbei. Also so gehört es, glaube ich. Jetzt kommt da
die Felge drauf. Dann kommt noch so ein Ding rein, das ist dann hier auf der Höhe. Dann kommt noch eine Felge drauf, dann hier und dann noch eine Felge und dann hier. Boah, muss das sein? Alter, Entschuldigung, du stehst in meine Richtung. Ich dachte irgendwie, du hast es mitgekriegt. Und das Licht hat so sehr geleuchtet, dass ich es nicht gesehen habe. Ups, jetzt haben wir ihn erschreckt. Eieiei. Ja, Leo, bist du so aufgeregt, Amy? Wer besucht es da? Hey, ist ja gut. Ist ja gut. Guten Tag. Wir versuchen gerade eine Runde Poker zu spielen, aber irgendwie... Gewinnt. Ja, jetzt macht ihr es natürlich nicht mehr, genau. Jetzt so irgendwie ausgeartet in ja, Kinderspiel. Und ich mache gerade nebenbei noch Hawaii Toast. Pascal, schau mal. Die Mama zeigt dir jetzt, wie Poker nicht geht. Schauen wir mal. Vielleicht gewinnen wir ja trotzdem. Oh, es wurde einiges gesetzt, jetzt schauen wir mal. Wer traut sich aufzudecken? Hier Ass, König, 3, 7 und 9. Wer traut sich, meine krassen Karten zu schlagen? Ich hab schon mal nur 6. 6, okay. Das ist schon mal sehr gut, oder? Was hab ich eigentlich? Erst mit meiner schlechten Karte. Oh, sorry, Baby wackelt. Hey, ich hab auch eine 6. Oh, ah, die Kamera wackelt, das Baby zappelt. Und eine 10. Ich habe eine 7. Ich habe ein Pärchen. Hey, ich habe echt gewonnen. Oskar, wir haben gewonnen. Ich glaube ich nicht. Oder? Scheiße, die Sand, der kommt ja auch noch. Verdammt, die natürlich. Oh, lol. Die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Die hat nie was. Jetzt hat sie was. Yeah. Oh, Oskar, wir haben verloren. Bonze, Bonze, Bonze. Ich würde sagen, wenn es läuft, dann richtig. Bonze, ja, jetzt hat Bonze. Sie hier 7 in Bonze. Einer Reihe. Warte, wo haben wir es denn? 6, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame. Sonst geht's noch. Bonze. Jetzt gewinnt die plötzlich dauerhaft. Ja, Bonze. Mir geht's super. Und wenn ich gleich noch Essen bekomme, geht's ja noch besser. So, unsere Special-Variante vom Hawaii-Toast. Das sieht aus wie ein Kackehaufen. Irgendwie haben wir keine Tomaten mehr. Die sind irgendwo anders gelandet in einem anderen Essen. Jetzt haben wir Tomatenmark in die Mitte gekackt. Gut, schauen wir mal, ob das schmeckt. Wir machen Glückskeks. Ich? Ja. Okay, aber nicht selber essen. Ich will nur wissen, ach so. Was. Der Oskar hatte letztens, also der hat den hier kaputt gemacht und da steht drin, mal lesen, kann man nicht lesen, da steht drin, alle Achtung, sie zeigen Zivilcourage. Ja, gut, unser Baby zeigt Zivilcourage, geil. Das hab ich. Ist auch eins? Ach ja. Meine Durchsetzungskraft ist bewundernswert. Okay. Mhm. Nicht schlecht. Ui, alles, was Sie anfangen, wird Ihnen gelingen. Sehr gut. Na, das ist doch mal was Schönes. Und bei mir ist eine günstige Zeit für Verhandlungen. Mal schauen, mit wem ich verhandle und über was. Ich habe eine Maske gefunden. Wer den Kleinen wickelt oder die nächste cool. Wäsche wäscht. Das ist aber nicht die, die du verloren hast, oder? Vielleicht doch. Geil. Ja. Ich überlege mir, was ich verhandle. Was macht eigentlich ihr hier? Üben, wie es sich anfühlt, in Geld zu schwimmen. Oskar, bist du reich? Wieso schreie ich so? Oskar, bist du reich? Ja, bist du reich? Ja, ich würde sagen, ja, aber die guten liegen eigentlich hier. Na egal. Also, das sind die wertvollsten, Oskar. Gehört alles dir. Morgen, Oskar. Es hat heute Nacht geschneit. Und es schneit immer noch. Juhu, wie schön. Und Frühstück ist schon fertig. Bei uns gibt es immer so, ja, Hilfe, so Aufbacksemmeln. So voll lecker. Juhu.